Ist das hier geil. Aber es hat schon irgendwie so was Herbstliches. Hatte ich, ja, ne. Ja, ist immer mal, ne. Ich meine, Küste, ich meine, man läuft ja nicht dauernd an der Küste, man läuft ja dann auch mal im Landesinneren. Und am schlimmsten ist ja die, wenn ich durch die Städte muss, da kriege ich gerade einen Föhn. Hier, da gibt es Passage, latschst du nur durch Städte und nur Asphalt, das ist nicht schön. Erst ja, für die Füße vor allen Dingen und es ist stinklangweilig, ja. Also es ist stinkelangweilig. Ja, und das hier, das ist abwechslungsreich. Deswegen habe ich auch gestern 35 Kilometer geschafft, weil das einfach eine schöne, abwechslungsreiche Landschaft war. Und dann waren da zwei Jungs, die mich aufgesammelt haben unterwegs. Guten Morgen. Wie ihr gerade gesehen habt, war das Kilometer 100. Das heißt, ich bin jetzt noch 100 Kilometer von Santiago de Compostela entfernt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich gerade fühle. Ich bin jetzt mal ein Stück weiter gelaufen in den Wald rein, weil das hier an der Hauptstraße viel zu laut war. Das ist jetzt gerade so eine Achterbahn der Gefühle. Also zum einen ist es bald zu Ende, was ein bisschen traurig macht. Zum anderen habe ich es bald geschafft und das ist für mich also ja das Highlight meines Lebens, neben diverser kleiner anderen schönen Dinge, die ich erlebt habe. Aber das ist einfach Wahnsinn, unbeschreiblich. Wir haben jetzt Tag 27. Gestern und vorgestern, also vorgestern war ein ganz übler Tag. Da habe ich mittags schon gefroren, also vor 3 Tagen eigentlich. Da habe ich mittags schon gefroren und bin am nächsten Tag auch nur 7 Kilometer gelaufen, habe dann in der Herberge angerufen und habe dort glücklicherweise auch einen Platz gekriegt. Und die haben mich frühzeitig reingelassen, weil es mir da echt nicht gut ging. Ja, das ist halt auch sowas auf dem Camino. Wenn du krank wirst oder so, dann ist das auch irgendwie schwierig zu regeln. Ich habe mich dann halt an dem Tag komplett, habe heiß geduscht, habe mich ins Bett gelegt und habe den ganzen Tag geschlafen. Abends gab es dann ein Pilgermenü. Da gab es eine super leckere Linsensuppe. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, gell? Also über eine Linsensuppe, weil die warm war und die hat sehr lecker geschmeckt. Und ja, und dazu gab es, wie nennen die hier, Nachos oder so ähnlich. Das ist so eine Art Pfannkuchen mit Kartoffeln und Ei. Also wie das genau gemacht wird, kann ich euch nicht sagen. Es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Dazu gab es Brot, Salat und zum Nachtisch gab es dann auch noch einen, Reisbrei. Genau. Und dann habe ich mich gerade wieder ins Bett gelegt und wieder geschlafen und bin dann gestern Morgen aufgeschwacht und dachte so, okay, es hat geregnet gestern den ganzen Vormittag bis in den Mittag rein und habe es doch tatsächlich gestern geschafft, 35 Kilometer zu laufen. Habe unterwegs 2 nette Jungs kennengelernt, mit denen ich dann gemeinsam gelaufen bin. Da ging das irgendwie flotte Sache. Ich war nämlich um 11 schon an meinem Schlafplatz, also an meinem in der Alberge. Und um 11 bis um 3 warten, dachte ich mir, nee. Ja, dann habe ich mich den beiden Jungs da angeschlossen und bin dann halt 35 Kilometer gelaufen gestern. Eine Etappe weiter, wie ich geplant hatte, aber ist okay. Heute sind die Füße dementsprechend etwas müder und ich laufe heute auch nur 20, weil die Etappe heute wäre über 40 und das muss nicht sein. Ja, also habe ich die jetzt gesplittet, mache 20 und morgen 20, dann bin ich immer noch super gut in meiner Zeit. Genau. Jo, das ist jetzt mal hier so der Stand der Dinge. Ich muss dazu sagen, dass mit dem Filmen gestaltet sich manchmal relativ schwierig. Zum einen das Wetter, also wenn es regnet zum Beispiel, ich habe kein,
Water Cage oder sowas dabei. Also keine Schutzhülle, wo es halt, wo ich die Kamera bedienen kann und sie ist vor Wasser geschützt oder vor Regen. Von daher ja, fällt es dann da halt immer aus. Und bei dem vielen Laufen hier ist es manchmal ganz schön heftig, gleichzeitig zu filmen, die Eindrücke zu verarbeiten, weiterzugehen dabei und auf die Pfeile zu achten. Von daher werde ich wohl aus meinem gesammelten Schnitten so eine Art Zusammenschnitt machen. Vermute ich mal. Aber das weiß ich noch nicht so genau. So, jetzt geht es hier wieder bergan, was für mich heißt, wir sehen uns später. Hier stehen sie auch in Reih und Glied, was bedeutet, dass auch hier Forstwirtschaft betrieben wird, denn von alleine wachsen Bäume nicht in so einer akkuraten Linie nebeneinander. So big. Ooh, look at her. Yep. Oh my gosh. She's so big. Oh God. Oh my gosh. She's so big. Oh God. Oh my God. Okay. You opened the door. Habt ihr gerade die Horde Kühe gesehen und den Bauern mit dem Hund? Also wenn ich vor einem echt Respekt habe, dann sind es zum einen Hunde und zwar große Hunde. Da, wow, aber Kühe, Kühe sind auch nicht so meins. Und als ich ihn gesehen habe, als er diese ganzen Kühe vor sich her trieb, da hätte er mich immer einen Satz machen sehen können. Ich wollte erst mit den anderen noch durchlaufen, aber ich hatte die gerufen, aber die haben mich nicht gehört. Also habe ich überlegt, was ich jetzt mache. Habe ich was gesucht, was eine Erhebung ist, habe ich nicht gefunden. Dann bin ich ein Stück zurückgelaufen, habe eine Mauer gesehen, habe ich einen Satz über die Mauer gemacht und habe gewartet, bis die Kühe und der Hund und der Bauer vorbeigelaufen waren. ja, genau, so ist es. Wie ihr seht, heute scheint mal wieder richtig schön die Sonne und zwar schon seit heute morgens war ein toller Sonnenaufgang. Meine Nacht war heute relativ gut. Es gab keine Schnarcher und auch keine Restalkoholisierten, die den Raum verdunsteten. was echt super unangenehm ist, wenn du mit, weiß ich nicht, 20 Leuten in einem Zimmer liegst und 10 davon haben sich der Abend
Und wie gesagt, das kannst du kaum aushalten, diese Gerüche. Boah. Jo, ich bin jetzt heute auf einer 25 Kilometer Tour unterwegs. Ich habe mittlerweile schon die Hälfte. Es geht gut zu Fuß. Ist halt Wechselboden. Also Wechselboden, ja. Also es wechselt ab zwischen Waldbereiche mit Nadelschicht und Steinschicht und halt eben mit der Straße. Aber es ist echt schön. Ich kann euch ja mal kurz so ein bisschen rumzeigen. Ja, ich mache das jetzt mal so. Ich kann nicht so gut umgreifen, weil ich in der anderen Hand den anderen Stock habe. Und ja, da hinten ist sogar noch Nebel. Jetzt bin ich halt auf den letzten Kilometern und benötige pro Tag 2 Stempel. Hinter mir lag eine Bar, die hatte aber geschlossen, also kein Stempel. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, wo ich heute also 2 Stempel herbekomme. Also in der Alberge, in den Herbergen bekommst du immer einen oder im Hostel. Aber du brauchst halt nebenher noch einen als Garant, dass du die Strecke auch gelaufen bist, so irgendwo mittendrin. Und dich nicht von Stadt zu Stadt fahren lässt und dich dann da halt einfach in der Alberge einstempelst. Deswegen brauchst du von unterwegs noch einen Stempel. Ja, und der fehlt mir jetzt einer heute noch. Und wie gesagt, die nächste Bar, da werde ich mir den dann reinmachen lassen. Heute Abend noch in der Alberge und dann sind es noch, was sind es noch? Ich glaube noch 4 Tage und dann erreiche ich Santiago. Wow. Ja, genau. Speechless. Könnte man ja meinen, es geht hier an der Straße lang, das ist unangenehm. Also der Weg, der hier neben der Straße entlang führt, der ist richtig schön. Die Straße ist relativ wenig befahren, also von daher lässt sich das hier eigentlich ganz nett laufen. Und es ist auch sehr schön im Prinzip. Wie gesagt, also eine wenig befahrene Straße lässt sich auch nebendran gut laufen. Und schaut mal, das sieht doch schön aus. Weil ich das irgendwie über mein Handy nicht gefunden habe, aber ich habe es jetzt. Und zwar, Achtung, da werde ich heute schlafen. Und das ist das ist ein Kloster. Und jetzt gehe ich erstmal rein und hoffe, dass noch ein Bett frei ist. Aber ich gehe mal davon aus, weil 100 Betten belegt man nicht so schnell. Ich hoffe, dass ich jetzt hier auf dem richtigen Weg bin.
Mal schauen, wo es hier zur Alberge geht, beziehungsweise wo hier der Einlass ist. Das ist auch nicht immer so einfach zu finden. Ich habe leider meine Kamera in dem Kloster gelassen. Ich wollte jetzt einkaufen gehen. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe das gerade das Gefühl, ich bin in einem Schlaraffenland. Denn dieser Laden hier, der ist relativ groß und es gibt vor allen Dingen Schokolade. Ich bin hier gerade regelrecht geflasht. Also, denn ich habe jetzt 3 Tage überhaupt gar keine Geschäfte gesehen. Das heißt, ich habe mich jetzt hier 3 Tage lang nur von Thunfisch und Käse ernährt. Und ja, es gibt dann unterwegs auch halt auch keine Gaststätten oder sowas, weil das einfach ganz kleine Orte sind. Und da hast du nicht die Möglichkeit, so einzukaufen oder dich zu versorgen, wie du das sonst tun würdest. Aber ganz ernsthaft, es tut keinen Abbruch. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber das hier ist jetzt gerade hier echt wow. Ich bin hier gerade total geflasht, was es hier alles gibt, gell? Ja, und dementsprechend werde ich jetzt mal eine Kleinigkeit einkaufen. Auch nicht so viel, weil das muss ich ja alles durch die Gegend schleppen. Und ich werde jetzt für heute Abend werde ich mir mal irgendwie Nudeln mit Tomatensauce oder irgendwie was machen, weil da gibt es eine Küche in dem Kloster. Ja, und dann werde ich mir es mal kulinarisch gut gehen lassen und mal eine Tafel Schokolade wegballern. Jo. So, Freunde, schaut mal hier. Ich habe jetzt hier die Nudeln schon rein und hatte mir dann dort Würstchen gekauft. Das heißt, es gibt bei mir Würstchen-Gulasch. Habe mir eine Wurst klein geschnitten. Hier habe ich noch eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel kommt noch rein, ein bisschen Margarine zum Anbraten, eine fertige Soße oder Tomatensauce, ein bisschen Gewürze. Und das wird mein Abendessen. Ich freue mich schon. Ja. Es wird hier erstmal einfach nur Zwiebelgrob gewürfelt und die haue ich dann jetzt hier rein. Aber erst kommt die Margarine hier rein in die Pfanne. Ja, und dann brate ich das einfach ein bisschen zusammen an. Es kommen immer mehr Pilger rein, die jetzt was zum Essen machen wollen. Hatte ich jetzt mal Glück. So, einmal die Zwiebel rein. Die dünste ich jetzt erstmal ein bisschen an. Ja. Da haben wir die Zwiebel drin, das Knoblauch drin, da kommt jetzt gleich auch die Wurst dazu. Und wenn das alles so ein bisschen miteinander angedünstet ist, dann kommt die Tomatensauce rein und später dann die Nudeln, wird umgerührt, aufwärmen lassen und dann habe ich ein leckeres Abendessen. Freunde, mein Essen ist fertig. Ich kann es kaum abwarten. Ich werde das draußen essen in der Sonne und den Rest, weil das ist ziemlich viel geworden, werde ich mir morgen früh zum Frühstück gönnen. Also, guten Abo. Danke. Tschüss. Bis dann. Ich glaube nicht, wie gut es ist, nach tagelangem Thunfisch mit Käse oder Thunfisch mit Oliven oder ja, was es sonst noch immer so gibt, was man gut transportieren kann. Manchmal nehme ich auch ein bisschen mit, wobei bei dem heißen Wetter geht es nicht so gut. Es ist echt super lecker. Da lernt man echt wieder die einfachen Dinge des Lebens schätzen. Das hier ist unser Schlafraum.
Und unsere Betten, das ist richtig gut gemacht hier, also richtig luxuriös, sag ich mal. Ich gehe mal davon aus, dass hier früher auch die Mönche drin geschlafen haben. Und was ich in noch keiner Herberge hatte, ist sowas hier hinten. Ein Nachtlicht und die Möglichkeit, direkt mein Handy oder was auch immer hier hinten an der Steckdose zu laden. Ja, meistens gibt es Gemeinschaftssteckdosen. Und wenn du Glück hast, hast du mal so eine Steckdose hier direkt am Bett. Also das ist hier richtig, ja, luxuriös. Aber hier wird es heute Nacht ganz schön kühl werden, denn hier das Steingemäuer, das zieht hier ganz schön Kälte. Also, aber gut, ich habe ja einen dicken Kolder da unten und zur Not ziehe ich noch meine Jacke drüber. Genau. I don't blame myself, couldn't see it.